Ja, herzlich willkommen. Heute lernen wir eine Herde weißer Schafe. Wie gewohnt spiele ich dir das Lied einmal kurz vor und dann erarbeiten wir es Stück für Stück. So, nun beginnen wir mit dem ersten Griff. Wir spielen das Lied auf der vierten Reihe. Wir beginnen mit dem Refrain, also eine Herde weißer Schafe. Und das ist unser erster Griff auf Druck. Vierte Reihe verwenden, der zweite und vierte Knopf von oben runtergezählt. Los geht's. Dann der zweite Griff ist gleich auf Zug und dann wieder auf Druck. Noch einmal. Druck. So, ich spiele dir jetzt nun diese Passage vor. Also erste Passage geht so. Dann die zweite Passage ist dann dieser gleiche Griff wie auf Druck, nur auf Zug. Noch einmal. Zug. Dann geht es weiter. Zurück. Und Druck. So, zweite Passage ab den Zugteil. Los geht's. 3, 2, 3. Die einzige Stelle, wo du mit dem Bass wechseln musst, ist hier auf Zug. Also. Und wenn du dann hier hinunter wechselst. Und dann wieder zurück. Also zweite Bassreihe der vierten Reihe. Dann beginnt das Stück quasi wieder von vorne. Und
hier wechselst du quasi nicht auf die dritte Reihe zurück, sondern bleibst du auf der vierten Reihe. Okay, noch einmal die Wiederholung quasi vom Refrain. Das bleibt gleich. Zug. Und hier ändert sich das Stück. Jetzt rutschst du einfach nur mit diesem Griff um einen Knopf nach unten. Einmal. Und Druck. Zwei Takte aushalten und dann hier der Wechsel auf die dritte Reihe, auf Zug. Mit diesem Dreiklang. Okay. Hier musst du wissen, also bei der Wiederholung ändert sich am Bass nichts. Also immer nur den Dreivierteltakt spielen auf der, also den Bass der vierten Reihe verwenden, ohne dass du auf die zweite Bassreihe wechseln musst. So, nun kommen wir jetzt zu diesem Teil auf der dritten Reihe, also der Strophenteil. Dreiklang auf Zug. Und dann Druck. Noch einmal. Zug. Noch einmal. So, noch einmal dieser Übergang quasi. Die Passage auf Zug. Hier spielst du 1, 2, 3 und. Noch einmal. Geht es weiter. Gabelgriff und Druck. Wieder die gleichen Griffe wie vorher. Und dann die vierte Reihe wechseln. Noch einmal. So, noch einmal im Zusammenhang. Dann beginnt wieder die Wiederholung.
noch einmal von der Wiederholung weg, langsamer. Zug. Und hier der Wechsel auf den Gleichton. Okay. So, jetzt noch einmal hier weg von den Zugpassage, von der Zugpassage. Und hier ändert sich das Stück. Also Druck. Hier dieser Wechsel ist auf, also 1, 2, 3, 1, 2, 3 und hier quasi diese Verzögerung. Das ist auf Zug gespielt. Und hier quasi der letzte Ton oder der letzte Knopf auf der vierten Reihe. Und hier den Basswechsel dann wieder. Dritte Reihe. Und dann beginnst du das Stück von vorne. Okay, nun wünsche ich dir viel Spaß beim Lernen und ciao baba, bis zum nächsten Mal.